Liebe Leistungsfechtler Sport, nun sind wir im Lockdown 2 im Fernunterricht und ich habe mir entschieden, die Biomechanik jetzt über eine PowerPoint zu machen, wo ich einfach runterladen laber. Wir werden drei Teile daraus machen, damit das Ganze auf Moodle passt zum Hochladen. Das, was ihr hier seht, ist jetzt Teil 1 und ich rate das einmal durch. Wichtig ist, das ist genau das, was wir auch fürs Sportabitur brauchen, in dieser oder in der nächsten Klausur Thema Werfen. Im Werfen unterscheidet man generell drei Grundformen. Einmal der Schlagwurf, der Drehwurf und der Druckwurf. Um das Ganze einzuordnen und biomechanisch arbeiten zu können, ist im Wurf jetzt wichtig, dass ihr die Transversalebene, die Frontalebene und die Sagittalebene entsprechend unterscheiden könnt. Die drei Grundformen, wir starten zunächst mit dem Schlagwurf. Die Merkmale hierbei für mögliche Aufgaben, dass wir die entsprechend erkennen müssen. Dazu später aber noch mehr. Das Wurfobjekt wird von hinten am Kopf vorbei bzw. über den Kopf hinweg nach vorne beschleunigt. Die Bewegung liegt in der Sagittalebene und hier sieht man schon Go-and-Stop-Prinzip. Erst Ober-, dann Unterarm und am Ende die Hand ist im Einsatz. Also nicht nur Go-and-Stop-Prinzip hier, sondern auch Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges würden die Aufgaben entsprechend abzielen. Das heißt, beim Schlagwurf kommt es ziemlich sicher. Das Wurfobjekt wird von hinten am Kopf vorbei nach vorne beschleunigt. Heißt, wenn ich weiter nach hinten gehe, kann ich den Beschleunigungsweg generell vergrößern. Wenn ich es ausführe als flüssige Ausholbewegung, kommt auch das Prinzip der Anfangskraft hier mit rein. Die Hauptaktion beim Schlagwurf ist die schlagähnliche Armbewegung. Und hierbei das Go-and-Stop-Prinzip, hier wie es ihr im Buch habt bei Göhner in der Abbildung entsprechend. Die einzelnen objektfernen Körperteile werden nacheinander auf eine hohe Geschwindigkeit gebracht und beim Geschwindigkeitsmaximum, beim Gipfel entsprechend übernimmt sozusagen das andere Körperteil, was ihr seht von Hüfte raus bis zum Ball. Dann der Drehwurf. Hierbei die Merkmale. Wurfobjekt wird auf einem Kreis, selten natürlich exakter Kreis eigentlich nie, sondern auf einer kreisähnlichen Bahn beschleunigt. Hier ganz wichtiges Erkennungsmerkmal, dazu aber auch später mehr. Ellbogen ist gestreckt und generell sagt man, man braucht ja einen bestimmten Abwurfwinkel. Die Bewegungsebene ist meist eine etwas angestellte Transversalebene. Hierbei wieder Verweis, optimaler Beschleunigungsweg, der ist jetzt durch mehrere Drehungen fast beliebig erweiterbar. Die Frage ist dann hier wieder Grenzbereich maximal optimaler Beschleunigungsweg. Dann weiterhin, Ellbogen ist gestreckt, unter biomechanischer Betrachtung sagt man, großer Abstand von der Drehachse zur Wurfhand oder zum Wurfobjekt ist gut für eine hohe Bahngeschwindigkeit. Dann haben wir beim Drehwurf die Hauptaktion des Armschleudern, des Armkreisens. Das verweist hier schon aufs Schleuderprinzip. Das handle ich später genauer ab. Und dann haben wir hier wieder Prinzip des optimalen Beschleunigungswegs, die dort kommen können in Aufgaben entsprechend. Dann haben wir noch der Druckwurf. Hier wichtig, dieses nur, das überliest man schnell. Das ist ein Kernmerkmal. Wurfobjekt wird nur über Druck vom Wurfarm beschleunigt. Wurfarm ist also stets hinter dem Wurfobjekt. Der Wurfarm ist dann meistens gebeugt, dass man hier überhaupt Kraft erzeugen kann auf dem kurzen Beschleunigungsweg und wird dann meistens mit maximaler Kraft, wenn es um weite geht, explosiv vom Körper weggestreckt. Jetzt haben wir hier wieder Verweise, Prinzip des optimalen Beschleunigungswegs. Aber Achtung, wir haben hier nur einen kurzen Beschleunigungsweg. Wir müssen vom Körper weg beschleunigen. Das heißt, die unterstützenden und vorbereitenden Hilfsaktionen, dazu später mehr, die zielen vor allem beim Druckwurf im Hinblick auf Verlängerung des Beschleunigungswegs. Dann haben wir die Hauptaktion beim Druckwurf ist die Stoßbewegung, ein Wegdrücken und Strecken des gebeugten Stoßarms, Nachklappen auf der Hände. Dabei maximaler Krafteinsatz, wenn es um Druck oder wenn es um Weite geht, um den kurzen Beschleunigungsweg zu kompensieren. Dann haben wir in Aufgaben oft die Erkennungsmerkmale. Man muss bestimmte Wurfformen in drei Grundformen zuordnen können. Ich habe hier die Erkennungsmerkmale eingeteilt in ein primäres Merkmal und sekundäres Merkmal. Primäres Merkmal ist da, das bestimmt, wenn da irgendwas nicht passt, ist es nicht dieser Wurf.
Beim sekundären Merkmal kann es oft Veränderungen geben, die der Drehpunkt beim Schultergelenk, das kann sich auch wandern, praktisch bei einem wandernden Drehpunkt und so weiter. Das heißt, die Zuordnung hier können ein Stückchen modifiziert oder verändert werden und es bleibt trotzdem noch entsprechend ein Schlagwurf, ein Drehwurf oder ein Druckwurf. Also wenn ihr nochmal drauf schaut, ihr habt einmal als sekundäre Merkmale die drei Teilbewegungen, Vorhobeitschen des Oberarms beim Schlagwurf, Vorhobeitschen des Unterarms und Vorpeitschen der Hände. Beim Drehwurf sind wir ein Drehpunkt, ist das Schultergelenk in der Regel und in der Regel zeigt die Brust in Wurfrichtung, also der Werfer hat eine Frontalposition. Beim Druckwurf ist das Strecken des gebeugten Ellenbogens und dann passiert da ein Nachklappen noch der Hand in der Regel. Dann im Schlagwurf wird ganz wichtig, habt gerade gesehen, die Peitschenbewegung. Nur zur Information, wird nicht abgefragt irgendwie im Abitur, aber generell schafft eine Peitsche Überschallgeschwindigkeit, was diesen Knall da verursacht. Und generell, das braucht er so nicht lernen, nur vom Verständnis her, diese Schlaufe, also die Fliehkräfte, die Peitsche strebt ja zu einer vollständigen, ständigen Streckung, wenn man die bewegt und diese bildet so eine Art Schlaufe und dieses Vorpeitschen, wenn ihr das anschaut, der Oberarm zum Ellbogen bildet so ein bisschen auch eine Schlaufe und davon kann man dann sprechen, das ist so eine Peitschenbewegung und dadurch hat man beim Schlagwurf trotz des eigentlich geringen Beschleunigungsweges dann doch sehr hohe Geschwindigkeiten. Und das Geheimnis ist ja tatsächlich sozusagen den Arm locker lassen, dass sich der bewegt wie eine Peitsche, wirft man weiter, als man spannt sämtliche Muskeln an. Dann haben wir beim Drehwurf das Schleuderprinzip. Das könnt ihr auch so nachlesen. Ich habe es aus Wikipedia jetzt hier einfach mal eine Abbildung raus. Generell gilt für die Biomechanik diese Zentripetalkraft, also die Kraft, die das Wurfobjekt auf die Kreisbahn zwingt, die muss der Werfer aufbringen. Deswegen haben Kugelstoßer, Hammerwerfer oftmals, also gut, bei Hammerwerfer ist es eher eine gewisse Figur und sehen auch nicht allzu schwach aus. Der Vorteil beim Schleuderprinzip ist, dass es leicht ist, einen optimalen Abwurfwinkel im Hinblick auf die Transversalebene zu kriegen. Der Nachteil ist, könnt ihr euch vorstellen, die Wurfrichtung. Wann lasse ich denn los? Abhilfe schafft hier so, ich nenne es mal das, oder Göhner nennt es, glaube ich, auch so, weiß nicht, ob es als Prinzip hoch erhoben wird, das Türscharnierprinzip. Die Gegenwurfarmseite verwendet man wie ein Türscharnier, um das gedreht wird. Und dann ist die Wurfrichtung eigentlich deutlich eingeschränkt. Dann haben wir das Prinzip beim Drehwurf, ist die Körperverfringung. Das heißt, es gibt ein Ausholen mit Verfringen und dann sozusagen ein Entringen. Und das nennt sich dann in der Leichtathletik beispielsweise Andrehen. Es geht darum, den Beschleunigungsweg, den rotatorischen, entsprechend zu verlängern und gleichzeitig die Energie im tendomuskulären System, also in Muskeln, Knochen und so weiter, im Rahmen einer Bogenspannung zu speichern. Und die soll uns nachher wieder dann zur Verfügung stehen für einen weiteren Wurf. Und jetzt gibt es noch Subtypen von den Würfen. Schlagwurf, natürlich immer die Ordnung beidhändig. Ich kann alles einhändig ausführen. Beim Schlagwurf gibt es noch besonders beim einhändigen Wurf, das kann ich mal als gerade Wurf ausführen oder mit einer leichten Schleife. Ich habe es hier nach dem Bildchen vom Herrn Göhner rausgenommen. Da seht ihr, das Wurfobjekt bildet so eine kleine Schleife. Es ist unklar, woher und was jetzt irgendwo vom Vorteil ist, aber das beobachtet man dann diese verschiedenen Wurfvarianten beim Schlagwurf. Dann beim Drehwurf gibt es einen Hopser und dazu später mehr natürlich. Und mit Körperdrehung kann ich das Ganze ausführen. Und der Druckwurf kann ich mit leichten und schweren Objekten ausführen. Da gibt es dann Unterschiede in der Bewegung. Und jetzt sind wir gleich am Ende von Teil 1. Begriffe und Formulierungen lasse ich einfach mal so stehen. Die müssen sitzen. Fürs Abitur, für die Klausur ist auch nicht schlecht, einfach runterlernen als Worthülsen und dann euch entsprechend die ganzen Sachen zusammenbasteln, so dass ihr mit diesen Worten und Worthülsen argumentieren könnt und dann sieht das Ganze schon ziemlich gut aus. Bis dann.